Vögel drei Jahren darunter, auch Loki über Berg und Tal. Sie wanderten Stunden Boden sehr hungrig und kamen schließlich in einen Tal. Dort angekommen, gedachten sie zu rasten, doch sahen sie eine Viehherde und griffen auf ihr die Ochsen, um diesen zu schlachten. Sie erschufen ein Feuer mächtig und groß, um das Fleisch gar zu bekommen. Doch nichts passierte, das Fleisch blieb roh. Verwundert hielten sie Rat, wie das zugehen könne. Zum Wipfel der Eiche schauten sie hoch, weil eine Stimme tönte, dass ihr Fleisch nicht gar wird. Versprecht mir ein Stück, dann wird es auch gut, euer Hunger ist gestillt nach etlichem Versuch. Sie blickten aufwärts und sahen ihn, einen großen Adler, er sprach zu ihm. Sie versprachen sein Verlangen zu erfüllen, so flog er hinab, um sein Teil auch zu nehmen. Das Fleisch wurde gar knusprig und zart, doch der Adler nahm keine Schultern mit. Loki wurde zornig darauf, in der griff der eine lange Stange und schlug nach ihm. Sogleich erhob sich der Adler und flog flink in die weite Luft. Die Stange und Loki hafteten an ihm und schleifte Loki mit. Er rief zu dem Adler, bitte verschon mich, doch dieser vertonte, frei wirst du erst, wenn ich ihn tut, ihre Lebensäpfel von dir aus Asgard bekomme. In seiner Not versprach Loki die Forderung und konnte nun endlich seine Hände lösen. Der Adler war der Riese,